Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Und erstmal werde ich, also Plan für die heutige Folge ist schlafen, Sachen auf dem Marktplatz verkaufen. Nee. Also doch, schlafen, Sachen auf dem Marktplatz verkaufen, skillen und eine neue Quest annehmen und machen. Das ist der Plan. Ich denke, das ist ein machbarer Plan auch. Jo. Ich denke wirklich, das ist ein machbarer Plan. So, da hinten ist dann die Taverne. Jo, da gebe ich wieder mal 10 Kronkorken, wollte ich gerade sagen, 10 Groschen aus. Aber es lohnt sich, denke ich mal. Ja. Oh. So, ja. Von hier kann ich ja sogar die Gespräche überspringen. Warum ging das nicht bei dieser Frau letzte Folge? Naja. Auch widerstehen sich hier alle. So, 6 Stunden schlafen. Die ganzen Leute am Tisch stehen gleich wieder auf. Ich kenne das ja mittlerweile. So. Ob sich's irgendwann mal lohnt. Oh ja, jetzt lohnt sich bestimmt. Irgendwann ein Haus zu kaufen, aber jetzt halt noch nicht. So. Nee, hier will ich gar nicht hin. Hier will ich hin. Das klingt doch schon besser. Und mir fällt auf, wir sind ja schon fast 70 Folgen, ne? Wir haben ein Drittel von dem normalen, von der normalen Länge des Enderer Let's Plays. Ich denke, wenn es bei mir 250 Folgen geht, haben wir ein Viertel geschafft. Ist schon gut. Was ist hier los? Jo. So, da werden wieder Sachen verkauft. Die hat auch nichts mehr, das ist schon mal gut. Meine Stiefel kann ich noch verkaufen. So. Der hat kein Geld. Was ist das denn? So. Die hat auch kein Geld. Was ist das denn? Zeig mir eure Ware. Die hat auch kein Geld. Das ist doch unfassbar. So. Ach so, aha, der hat Geld. Na, immerhin. Erhabene Gewand könnte ich natürlich anziehen, wenn ich Sachen verkaufe. Ich glaube, das mache ich auch sogar. Immer wenn ich auf dem Marktplatz bin, dann könnte ich das anziehen. Und dann kriege ich besseres Geld. So, Rüstung 43, was habe ich zurzeit für einen Harnisch? Ach so, das ist der, den ich sonst trage. Ja, okay. Ich verstehe.
Wegestreuen und dann diese Dinger hier noch. Die hier kann ich auch verkaufen. So, ja, ich weiß, der hat nicht mehr so viel. Es macht nix. Oh Gott. Die haben alle irgendwie kein Geld. Das ist doch kacke hier. Jetzt hat sie Geld oder was? Hä? Muss ich nicht verstehen. So, hier Goldbarren und die Dinger und das hier. Pulverfass. Rubin. 3200 Groschen, Alter. Irgendwas wollte ich doch gerade. Ach, die Bücher. So, genau, erstmal kann ich die hier weglegen. Und dann wieder mal meine Bücher. Gucken, was ich doppelt habe. Wie immer. So. Und das auch wieder verkaufen. So. Die werde ich jetzt auch mal los, diese Münzen. Bringt zwar nichts, aber bringt mir aber nichts. Wer kauft mir eigentlich meinen ganzen Schmuck ab, meine ganzen Amulette? Kann mir das mal irgendjemand sagen? Nee. Die Bank vielleicht. Vielleicht kauft die Bank mir das ab. Das könnte sein. Die Bank kauft doch sonst alles. So. Auch nicht. Dann möchte ich einzahlen. So, ach, das. Nee, war schon richtig. So, einzahlen. Ich habe 3200, möchte 3000 einzahlen. Damit habe ich jetzt meinen maximalen Zinssatz. 9.870 Groschen. Das heißt, alles, was ich jetzt in Geld mache, lohnt sich nicht mehr auf die Bank einzuzahlen. Jetzt sitzt krank. So, ich würde gerne wissen, wo ich Schmuck verkaufen kann, aber bevor ich das weiß, lege ich mal meine ganzen Sachen einfach hier rein. So, ziehe meine Rüstung an. Kann ich eigentlich Sachen hier mit Favoriten markieren? Ja. Dann kann ich auch mal gucken, dass ich die Sachen nicht aus Versehen verkaufe. So, dann wollte ich noch skillen. Ja, ist echt alles doof. So. Wie viele Erinnerungspunkte? Drei habe ich. Eieiei. Drei und neun Handwerkspunkte habe ich auch. Eieiei. Okay. Brachialer Hieb. Ich habe das ja bereits freigeschaltet. Rundumschlag lohnt sich für mich nicht, denke ich mal.
Ja, das ist dieser Fußradar. Könnte ich machen, mache ich aber nicht. Nein, ich gehe jetzt auf. Wo bist denn? Hä? Ach, schaltet alle Schurkendisziplinen frei. Das ist war schleichende Rhetorik. Genau, ja. Okay. Geht's richtig schneller. Schatten des Windes. So, hinterhältig. Die Wahrscheinlichkeit, mit der euch Gegner am Schleichen erkennen könnt, sinkt um 15%. Preise erhöhen sich. So. Das mache ich. Dann kommt als nächstes dieser Kehlenschnitt. Meuchelmörder lohnt sich für mich nicht. Bögen lohnt sich eigentlich auch nicht. Ich mache aber trotzdem das mit den Bögen. Weil ich nutze ihn zumindest hin und wieder mal. Das muss ich machen. Hier könnte ich die linken und rechten nehmen. Der linke ist aber noch wichtiger. Leise Füße ist wichtig. Blutrausch ist auch ganz gut. Taschendiebstahl fällt leichter. Das ist dieses Teleportieren, das ist richtig gut, glaube ich. Ja. Oh, das war falsch. Ach ja. Ja, dann werde ich gleich noch die Quest beginnen. Ich muss gleich noch lernen, wieder. Ich habe Handwerksbücher, Handwerkspunkte freigeschaltet. Bedeutet, ich kann theoretisch meine Rhetorik verbessern. 9 Punkte. Oder ich mache es so. Verbrauchsgegenstände da. Achso, ich bin zu gut dafür schon. Achso. Die beiden Gesellenbücher kann ich eigentlich verkaufen. Das Lehrlingsbuch kann ich dementsprechend auch verkaufen. Stattdessen 6 Lehrlingsbücher Rhetorik kaufen. So. Bräunlich. Bis Level 50 Rhetorik hier. 6 Stück. Kosten 204. Läuft. So. Damit bin ich jetzt auf 33. Ja, läuft. Auf jeden Fall. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. So, und jetzt nehme ich noch die Quest an. Apotheose. Wenn es an Arg an einem nicht fehlt, dann sind es exzentrische Persönlichkeiten. In einer kleinen versteckten Werkstatt traf ich einen Sternlingstüftling namens Jerai Dalterovin. Seit einigen Jahren baut Dalterovin eine besondere Sternlingsmaschine, die auf den Namen Horst hört und in die er sein Bewusstsein transferieren will, um so Unsterblichkeit zu erlangen. Er heuerte mich an, um seine verschollenen Patira zu finden, die für ihn ein besonderes Bauteil aus Golden Force beschaffen sollte. Und die ist mit 3 Sternen Schwierigkeit bewertet. Sehe ich als machbar an. Ich muss aber trotzdem zum Myradenturm. Ich kann nicht durch das Gebirge laufen. Werde ich nicht machen. So, Frage ist, wo muss es genau hingehen? Quellwacht, okay. Quellwacht. Ja. Übrigens, nächstes Ziel mit dem Geld ist es dann, das Haus zu kaufen im Adelsviertel.
Schön, schön, schön. Uiuiui, hier ist Dschungel. Das soll ja angeblich relativ in der Nähe sein. Hier sind so viele Pflanzen, hier geht die Performance gerade ein bisschen runter. Das ist richtig schön hier. Ist wirklich richtig schön. Ich kann. Das sieht mir zu friedlich aus, als dass es hier voller Gegner wäre. Aber man kann ja nie wissen, ne? Ne? Was? Lavendel, da. Ich dachte gerade schon, hä? Oh Gott, ist das ein schlechter von Ark? Nächste Folge. Bis dahin mache ich erstmal einen Cut. Wir sehen uns und tschüss.